Keldy. Hey, Keldy. We don't have a lot of time, you know? Yeah, you're right. Let's go, Faye. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dawn of Mana. Immerhin hört ihr jetzt mal auf Faye, ne? Oh, guckt euch mal diesen Turm an. Da ist unser nächstes Ziel, dieser Turm. Und da müssen wir immer jetzt wieder freikämpfen, ne? Wie gehabt. Wie gehabt hier. Mittendrin ins Game da reingeschmissen. Katzen ging nicht lange. Und ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ihr seht wieder Level 1 und bla und so. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Wir sind natürlich ein paar... Mir ist es natürlich aufgefallen. Im Nachhinein. Während es schon hochgeladen war. Dass ein paar Übersetzungsfehler drin sind. Ich kann auch immer... Wenn ich wirklich gerade ein bisschen... wo ich hier gerade sowieso ein bisschen lernen muss, kann ich euch ein bisschen erklären, wie ich das mache. Wie ich das Übersetzen anfange. Ist natürlich gut so, ne? Ist natürlich... Ihr wollt wahrscheinlich auch wissen, wie ich das denn übersetze und wie ich das handhabe. Ja, ich gucke mir im Schnitt halt die Cutscenes an, wo es übersetzt wird, und setze da natürlich einen Schnitt pro Satz halt. Den schiebe ich dann in der Timeline ein bisschen höher, und das mache ich halt wie jeden einen Satz einzeln, ne? Und schreibe mir halt, während ich das hochgeschoben habe, erstmal den Satz ab in einem Dokument. Ja. Dann, wenn ich komplett mit dem Video fertig durchgeguckt habe, kopiere ich mir alles, was ich im Dokument geschrieben habe, in den Google Übersetzer rein. Und kopiere mir dann das Deutsche, halt das Eingedeutschte, dann halt so wie es ist, in ein neues Dokument rein. Und ändere das dann so ab, dass es halt auch noch vernünftig klingt, weil Google Übersetzer macht das halt auch nicht richtig. Ja, dann habe ich eine große, schwarze, lange Seite verpaint, erstellt. Wo ich denn, also ich gucke natürlich öfter drüber. Mir fallen natürlich die Fehler nicht alle instant auf, weil ich überfliege das, ich übersetze alles, aber so klein, wenn ein Buchstabe fehlt oder so, das fällt mir halt nicht auf, ne. Und den Part, wo ich einmal was vergessen habe zu übersetzen, ich habe die Übersetzung gemacht, aber jetzt eigentlich gerendert, und ich habe es erst später auf YouTube bemerkt, dass das halt nicht übersetzt, dass da irgendwie was nicht gerendert wurde. Ich überprüfe das jetzt immer. Also keine Sorge, es wird mir hoffentlich nicht nochmal passieren. Hab mir den Aufwand sozusagen quasi für nichts gemacht, aber gut, war ja nicht schlimm, war ja nur eine Summon, die wir bekommen haben. Und dann schiebe ich das halt alles, dann schiebe ich halt ein großes Bild halt mit schwarzem Hintergrund über die englischen Text, der da eigentlich da ist, ne? Geil. Die Brücke ist einsturzgefährdet. Ich habe Angst. Oh Gott, das ist dieses große Viech. Frage ist halt, wie viel es aushält, ne? Uah! Ja, geil, greif halt durch anderen an. Ich bin da totaler Fan von. Ja, das ist halt übersetzt, aber manchmal, wenn ich das lese, ne? Ich versuche das alles natürlich so klar wie möglich zu übersetzen. Und das und auch Eigennamen versuche ich so meistens so zu belassen, wie sie gehören, ne? Das hört sich auch bescheuert an, ne? Echos, ist ein Wort, was meistens in Echo übersetzt wird. Was ich halt so doof finde. Aber bei Überlesen fällt mir halt nicht auf, dass da ab und zu mal ein E fehlt und einfach nur Echos steht. Ne? So die Kleinigkeiten halt.
Und ihr vögelt die ein und mir fällt es halt eh auf. Weil halt, wenn ein Buchstabe fehlt, wem fällt das dann schon bitte auf, ne? Fällt ja auch kaum auf. Das sind halt die Kleinigkeiten, ne? Das sind halt diese Kleinigkeiten, die einen schon auf den Sack gehen. So, ich möchte gerne dieses Fass hier. Ja, ich fasse es nicht. Auf diesen riesen Truthahn raufschmeißen, weil der hat mir doch einen, der nicht so viel Leben und der ist doch widerspenstiger, als ich dachte. Und ich möchte euch jetzt schon mal was anteasern. Wenn ich das immer hier langsam. Nein, 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 nein! Oh. Wenn ich das. Ich wollte ihn eigentlich da oben schleudern, aber naja. Dieser Turm, dieser Boss, der hier dieses Kapitel ist, der findet im ganzen Turm statt. Also freut euch da auf jeden Fall schon mal drauf. Auf diesen Bosskampf. Das wird wahrscheinlich wieder eine Fail-Parade geben, das sage ich euch. Aber wir werden ja sehen. Ja, geil. Nun. Komm ich jetzt noch. Irgendwie. Nein! Scheiß Fass, Alter. Ich glaub's nicht. Ja, das beim Turm wird eine Fellparade. Aber wir sind auf dem Weg. Du denn her? Auch von oben? Sieht er mich nicht? Doch, doch, er sieht mich. Autsch. Das Ding können wir nicht besiegen, das müssen wir ignorieren. This hole must lead somewhere, right? Dieses Loch muss irgendwo hin. Und solche Texte, ne, die sind haben halt leider einen transparenten Hintergrund. Die kann ich nicht übersetzen, ohne da halt Bildbearbeitung zu machen, die halt doch sehr aufwendig ist. Dementsprechend lasse ich das, ne? Ich habe ja schon gesagt, nur halt Sachen, wo ich da auch wirklich sehe, was ich übersetzen kann. Ohne dass es hinterher scheiße aussieht, ne? Weil der Englische ist ja auch ein schwarzer Balken dahinter. Dementsprechend kann ich das easy übersetzen. Und natürlich, ihr seht, ich muss wieder von vorne leveln. Das hätten sie halt echt sein lassen sollen, ne? Das ist da eins der Dinger, die sie echt sein lassen sollen. Wir müssen jetzt irgendwie wieder nach oben kommen, aber ich glaube, wir müssen durch das Loch, aber. Ne? Wir wollen hier die Erfahrung mitnehmen. Auch wenn wir hier auch mal teils die kleinen Golems Forcerer auseinanderzunehmen. Und guck mal, jetzt spawnen hier immer mehr. Jetzt spawnen hier immer mehr. Habe ich die runtergeschleudert? Ich weiß es nicht. Ne, das ist da oben. Diese Ranke, ne? Das ist halt der. Der Bullshit ist persönlich, Alter, hier gerade. Was mir auch bei Übersetzen aufgefallen ist, ne? Der Google Übersetzer macht zum Beispiel auf dem Schiff ein Schiff-Level. Lol, Duran. Duram. Autsch. Der macht meistens aus Du, also aus You, ein Sie. Das ist so beknackt. Das sind halt die Sachen, die ich immer ändern muss, ne? Dieses Viech, komm her. Damit ich dich killen kann, genau. Sehr schön. Wow, der hat viel Leben. Wieso hat er so viel Leben? Wenn es weitergeht, dann kriege ich hier gleich am Anfang. Nein, ich werde. Gott, dieses dämliche Stück hier. Ist auch eine eklige Stelle hier gerade. Ich bin ja noch Level 1. Ich kann diese Durams nicht ziehen. Das ist halt das Problem. Das kann man erst mit späteren Level. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Oh, nice. Man sieht natürlich auf Karte, wohin ich soll, aber. Oh, sehr schön. Weißt du, selbst das kann ich schlagen. Arsch. Oder Arsch. Eine Sackgasse. Aber ich muss sagen, dieses Spiel, wenn ich das länger ich das spiele, desto mehr gefällt es mir. Hallo Duram. Ja, danke, Faye. Ich find's übrigens immer irgendwie befremdlich, wenn ich die Cutscenes schneide, ne? Fällt mir halt umso mehr auf, wie Keltrick eigentlich Faye ignoriert, ne? Teilweise in den Cutscenes, gerade wenn es um Rizia geht, ne? Er ignoriert es einfach die ganze Zeit. So, wo führt uns dieser Weg denn hier hin? Wir haben eine Barrikade, die wahrscheinlich von oben runtergestürzt ist. Also wir müssen wahrscheinlich wieder oben auf die Brücke rauf, ne? Bloß halt die Frage ist von wo. Ja, natürlich viele Abzweigungen hier. Immer wieder mal. Dementsprechend sollten wir die auch alle erkunden.
Hi. Ja, den kann ich echt nicht ziehen. Und die sind wahrscheinlich auch nur... Oh Gott, please. Ja. Das ist so geil. Das ist das Geilste am Spiel, aber irgendwie auch das Dümmste. Ich würde gerne weiter in den Panikstopp versetzen, ein bisschen höher leveln, aber na gut. Oh Gott, diese Ranke, die macht, was sie will, ne? Wenn die wenigstens funktionieren würde, dann hätte ich ja echt keine Probleme mit. Du Ram, Alter. So dumm, dass sie sich durch das Drehen auch in den Panikzustand versetzen können, ne? So, ich habe gerade gesehen, hinter Barrikade ist auch noch ein Weg. Aber jetzt... Da geht's hoch. Was haben wir denn erstmal hier? Erstmal gucken, was wir hier haben. Gegner auf jeden Fall. Die nicht anvisiert werden können, aus irgendwelchen dummen Gründen. Danke, Keldi. Ja, mir geht's gut. Ich denke zumindest, dass es mir gut geht. Die Scouts kann man zumindest schnell erledigen. Es geht, der macht auch halt, was er will. Ich verstehe es halt auch nicht. Die kann ich noch nicht ziehen. Das, ja. Aber nehmen wir das gute Stück doch mal. Ah. Alter, das Ding ist aber auch heavy. Wow, 113 Schaden, der ist direkt tot, oder? Ja. Ja, hier ist wieder eine Barrikade. Warum spawnen die halt immer so nach? Aber die geben halt auch zu gute Erfahrungen, um die liegen zu lassen, ne? Es gibt übrigens einen Bonus. Wow. Es gibt, was ich auch nochmal sagen kann, es gibt einen Bonus, wenn man, glaube ich, 1000 Gegner in einem Gebiet erledigt. Ich weiß nicht, was der Bonus bringt. Ganz genau, ich weiß nur, dass es einen Stat-Bonus gibt oder so. Irgendwie einen Zornesbalken oder so habe ich gelesen. Aber ich glaube nicht, dass wir das jemals erreichen werden, weil ich keinen Bock habe, 1000 Gegner in einem Gebiet zu erledigen. Und soweit ich weiß, das Maximallevel sowieso maximal 5 oder so. Ich habe noch nie alle Gegner alle Gegner mitgenommen. Und das werde ich auch nicht im Let's Play machen, also das könnt ihr vergessen. Aber es gibt eine Arena. Ja, es gibt eine Arena im Spiel, die man hinterher machen kann. Aber das ist halt, das auch, bringt halt auch hin. Bringt halt auch keinen Spaß, sage ich mal so. Sag ich mal ehrlich. Ein kleines Areal, wo man einfach nur gegen andere Viecher kämpft. Die ganze Zeit. Mit Highscore und sowas. Nicht geil. So, was sind wir denn hier? Ich bin Level 2 geworden, das ist natürlich sehr schön. Dieser Duram, der ist im Wutzustand, glaube ich. Der war hat gerade rot gepafft. So, aber die jetzt erledige. Ein Schlüssel hat gekriegt. Oh. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Oh, ich habe schon gesehen, im Hintergrund da war wieder so ein gelbes Küken. Gehen wir erstmal hier rein. Die Viecher, ne? Die denken sich auch so, boah. Geh ich denn in die Zielschussbahn? Ich will doch nicht diesen Duram, der ist doch nicht auf dem Bild. Das ist manchmal. Wenn ich verkacke, dann ist das erst die Steuerung schuld, wirklich. Yes! Na. Kann ich halt eigentlich raus. Schon wieder ein Schlüssel, okay. Ich glaube, wir müssen alle Schlüssel finden von allen, um weiterzukommen. Hier ist, glaube ich, eine Riesentür am Ende. Irgendwie. Aber da hier so viele Gegner auf einmal sind, da kann man hier gut leveln. Hier geht's auch lang. Was? Oh, Umbra. Shade. Nocturne. Oder wie man dich auch sonst nennt. Ich glaube, Nocturne hieß der in der Secret of Mana PAL-Version, ne? Haben sie ihn so genannt?
Wo war's? Umbra ist, glaube ich, der englische Name. Und Nocturne und Shade ist, glaube ich, der japanische. Wir sind da versucht, glaube ich, der Originalname, ne? Ich weiß es gerade nicht. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann mich natürlich auch informieren, aber jetzt so im Partner ist es auch genutzt. So. Und hinterher vergesse ich sowieso. Also, falls ihr Lust habt und mir helfen wollt, würde ich es gerne wissen. Und mir, wenn ihr es mir in die Kommentare postet. Ich weiß, ich mache hier ein bisschen spät Call to Action, ne? Ein bisschen so, ja, macht mal was. Tut mal was, ne? Ich sage einfach mit Zuschauern ein bisschen zur Interaktion bringen. Ja, mache ich eigentlich viel zu selten, aber ich habe einfach mal Bock. Wenn ihr mal, wenn ihr es wirklich wisst oder so und euch mal vielleicht schlau machen wollt, vielleicht erwische ich, ich erwische ja wahrscheinlich mit diesem Let's Play-Projekt hier gerade die Hardcore-Mana-Fans unter euch. Oder auch die, die es werden wollen, ne? Auf meinem Kanal wird das nicht das letzte Mana-Game sein, da könnt ihr euch sicher sein. Okay, wir haben hier wieder einen Schlüssel gekriegt. Wie ist das ein großer? Deswegen. Ich bin euer Mana-Boy. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich hier jedes Mana-Game einmal zumindest Let's Played habe. Wobei ich bin bei einigen Mana-Games ein bisschen graus, das zu spielen. Stichwort Legend of Mana. Da habe ich echt wenig Lust drauf. Ich sag's mal so. Ich habe Bock auf Mystic Quest. Schon länger habe ich Bock drauf, das mal zu spielen mit euch. Auch wenn das jetzt wirklich nicht die größten... Es ist ein Gameboy-Spiel, ne? Es ist ein Gameboy-Spiel, also... Da braucht ihr... Deswegen weiß ich, dass wir auch was geguckt wird, weiß ich nicht. Aber ich habe Bock. Dann habe ich Bock auf Sword of Mana. Die Neuinterpretation von, Mystic Quest, habe ich auch Bock drauf. Auf Children of Mana, den DS-Spiel, habe ich auch hart Bock drauf. Habe ich sogar hier im Original. Schild of Mana. Letzter Mana müsste ich mir jetzt besorgen und das GBA habe ich auch hier, den GBA-Teil. Gefällt mir eigentlich sehr, der GBA-Teil. Ich weiß, es ist sehr. Viele sagen, boah, das ist echt scheiße, aber der gefällt mir halt echt sehr. Mystic Quest gefällt mir auch sehr. Mal gucken, mal gucken. Also ihr könnt euch sowieso sicher sein, wenn ihr bei mir ein Abo da lässt. Ihr werdet jedes Mana-Game in Zukunft noch sehen. Secret of Mana werde ich auch nochmal bringen. Also keine Sorge, kommt auch nochmal. Aber dann richtig vernünftig Oldschool Secret of Mana, die Switch-Version. Wo ich euch dann sämtliche Tricks zeigen werde und bla und blub und die ich kenne. Aber da warte ich, bis Spongy mit seinem Let's Play vorüber ist. Ne? Einfach nur aus Ehre halt. Bis ich das überhaupt bringen kann. Weil das, ich kenne das Spiel so hart auswendig. Ich werde Secret of Mana so geil let's playen. Ich werde euch sämtliche Geheimnisse zeigen. Ich werde euch sämtliche Tricks zeigen, die ich weiß natürlich. Und ich glaube, ihr werdet noch den einen oder anderen Trick finden. Oder so eine Kleinigkeiten, die ihr noch nicht kennt. Okay, eins... Zwei. Okay. Ihr seht, Leute. Wir haben hier einiges zu tun. Ein paar Schlüssel brauchen wir noch. Ja, aber, Leute. Ich habe Bock auf Mystic Quest. Schild drin auf Mana. Und, Sword auf Mana. Da habe ich momentan am meisten Bock drauf. Abikron heißen die. Oh, nice. Da habe ich am meisten Bock drauf. Also auf die drei Teile. Aber ich glaube, weil es sich gerade am besten anbietet, würde ich nach diesem... Oh, geil. Oh, ist das toll hier, die Gegend. Weil es sich halt gerade anbietet, ne? Wir spielen hier gerade Dawn of Mana. Und Children of Mana spielt timeline-mäßig genau 10 Jahre danach. Es basiert quasi hier auf dieses Spiel. Oh Gott. Da bietet sich doch an, das direkt im Anschluss zu machen, oder? Jetzt nicht direkt danach wahrscheinlich. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken, was ich hier nachbringe. Aber halt als nächstes Mana-Projekt, ne? Das bietet sich halt wunderbar an. Was eigentlich diese Pflanzen da? Na gut. Greife ich so an. Und wir kriegen Luna mal 4. Plus 4. Sehr schön.
diese Viecher, ne? Die sind so hässlich. Rambul. Kann ich noch nicht ziehen. Ich wollte aber eigentlich den anderen dann ziehen, damit ich den gegen dich donnern kann. Ne, wir wollen ja die Erfahrung und maximal AP plus 2 und so. Das wollen wir unbedingt. Das machen wir, indem wir Sachen noch verlieren. Sehr schön. Sehr gut zu Fall gebracht. Du kannst mal eben kurz sterben. Du bist nichts wert. Wir müssen auch noch irgendwelche Durams finden, ne? Denke ich mal. Ich glaube, Durams müssen sein. Und diese Container hier, die ihr links seht, die sind, die respawnen die Viecher halt dauerhaft, ne? Dementsprechend können die eigentlich nichts troppen. Wow. Wow. Ich habe quasi nichts gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob wenn man eine bestimmte Anzahl davon besiegt, ob von den nachgespawnten Viechern, ob man dann irgendwann einen Schlüssel bekommt. Da bin ich mir echt nicht mehr sicher. Aber ja. Habt ihr denn Bock auf Schilddrücken, Mann? Da ist ein DS-Spiel, ne? Ist sehr marginal, ne? Also nicht hier, erwartet kein Secret of Mana oder so. Es sieht zwar von der Optik sehr recht ähnlich aus, ein Secret of Mana, aber ist kein Secret of Mana. Ja, ist halt auch eher so anders. Das kann man sogar zu zweit spielen, ich müsste jetzt mal gucken. Vielleicht finde ich jemanden, der Bock hat. Muss mal schauen. Natürlich muss derjenige, der da auch verfügbar sein will, ich das Let's Play, ne? Wahrscheinlich würde ich es eh im Voraus komplett aufnehmen, also darüber brauche ich keine Gedanken machen. Es geht auch nicht lange. Aber ja. Ich kann euch noch mal so viel sagen, in diesem Spiel wird es keine Godbiester geben. Also wie die jetzt im Trials of Mana Remake genannt werden, Benevodona, ne? Und in der neuen Lokalisierung halt. Hier gibt es keine Benevodona hier, in diesem Spiel, Dawn of Mana. Aber in Schild of Mana gibt es einen Twist mit den Benevodona. Aber das werde ich euch noch denn zeigen, wenn es soweit ist, ne? Ja. Das Problem ist, ich muss hier einen Schlüssel suchen. Vielleicht werde ich nach dem Part Offscreen machen. Ich muss mal gucken, ob ich Bock habe, das Offscreen zu machen, hier überall abzulaufen, weil eigentlich habt ihr es ja auch alle schon gesehen jetzt, ne? Was hier so rumkreucht und fleucht. Magie ist Level 3. Sehr schön, es ging wieder zu reden, relativ schnell. Aber sonst mag ich das Kapitel eigentlich sehr. Hier ist zumindest ein Duram. Okay. Dem wird irgendwas auf den Kopf gefallen. Ja, ich... Immer nett, wenn sie fragt, ne? Ist alles gut? So, komm mal her. Schlüssel? Nein. Okay. Wow, der Krone jetzt. Und Magie MP plus 1 hat aber die Krone, bringt dann bei den Kleinen nicht mehr. Ihr müsst darauf achten, wenn ich meinen großen Krone, also ein Viech, großes Viech kroniere, dann ist das schon, kriegt man deutlich mehr raus, ne? Aber jedes Mal so oft. What can we do with this wall? We can try to break it down. Ah, die Wand können wir brechen. Oh nein! Sag nicht, ich muss alle Dinger kaputt machen. War das echt so? Muss ich alle Barrikaden zerstören? Oh, ich habe eine schlimme Vorahnung. Aber das... Hier ist noch ein Duram. Na komm. Ja, habt ihr einen Bock auf die Mana-Titel? Children of Mana, Sword of Mana, Mystic Quest, eventuell. Ist ein GBA-Spiel, ne? Mystic Quest würde ich aber gerne am PC spielen. Ne, das spiele ich nicht auf der Switch. Dafür ist mir das Handling so komisch. Auch wenn der Rahmen ziemlich nice ist, ne? Aber den kann ich auch am PC hinzufügen. Muss ich mal schauen. Aber ich würde das Spiel halt trotzdem 4:3 lassen, ne, Leute? Ich werde die Originalauflösung so behalten, quasi. Ja, die Auflösung werde ich höher machen, aber das Bild bleibt 4:3, Bildausschnitt, ne?
Ich weiß nicht, ob ich alle Dinger zerstören muss, alle Barrikaden oder alle Durams finden muss. Auf jeden Fall gibt es irgendwo einen Schlüssel. Ich habe aber keine Ahnung, wo es die genau gibt. Aber Leute, ich würde sagen, ich mache das offscreen, ne? Ich mache das offscreen. Denke ich mal. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bedanke bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da. Und abonniert. Für mehr Dawn of Mana Content. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.